Leben. Heute sprechen wir über Nicht oder Kein. Seht euch bitte folgende Beispiele an und lernt fleißig. Viel Spaß! Er kommt nicht aus Deutschland. Er kommt nicht aus Deutschland. Das ist nicht Julia. Das ist nicht Julia. Wir wohnen nicht in Berlin. Wir wohnen nicht in Berlin. Sie isst nicht gern Fisch. Sie isst nicht gern Fisch. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber ich habe ein Kind. Ich habe kein Kind. Ich habe kein Kind. Das ist eine Frau. Das ist keine Frau. Das ist keine Frau. Sie heißt nicht Nina. Sie kommt nicht aus Russland und lebt nicht in Köln. Sie ist nicht verheiratet und hat keine Kinder. Nina ist nicht 30 Jahre alt und hat keine Geschwister. Ihre Mutter spricht nicht 3 Sprachen. Du kannst gern deine eigenen Beispiele schreiben, aber bitte mit nicht oder kein. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Danke dir und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Guten Morgen! Seid ihr schon wach? Ist es schon spät? Ja, genau. Heute lernen wir die Uhrzeiten. Man fragt, wie spät ist es? Los geht's! Es ist 3 Uhr. Es ist 3 Uhr. Es ist kurz nach 3. Es ist kurz nach 3. Es ist 5 nach 3. Es ist 5 nach 3. Es ist 10 nach 3. Es ist 10 nach 3. Es ist 15:45. Es ist 15:45. Es ist 20:40. Oder es ist 4:50. Es ist 20:40. Oder es ist 4:50. Es ist 4:55. Es ist 4:55. Es ist 4:30.
Es ist halb vier. Es ist fünf nach halb vier. Es ist fünf nach halb vier. Es ist zehn nach halb vier. Es ist 20 vor vier. Es ist 10 nach halb vier. Es ist 20 vor vier. Es ist Viertel vor vier. Es ist Viertel vor vier. Es ist 10 vor 4. Es ist 10 vor 4. Es ist 5 vor 4. Es ist 5 vor 4. Es ist gleich 4. Es ist gleich 4. Es ist 4 Uhr. Es ist 4 Uhr. Wie spät ist es? Richtig, halb elf. Es ist 11 Uhr. Es ist 1. Es ist Viertel nach 2. Es ist 5 vor halb drei. Es ist Viertel vor fünf. Es ist fünf nach halb sieben. Es ist 10 nach 9. Es ist 5 nach halb 8. Es ist 20 vor 7. Es ist Viertel nach 9. Es ist 10 vor 8. Nun kommen wir zu den offiziellen Uhrzeiten. Diese Art ist einfacher. Es ist 4 Uhr oder es ist 16 Uhr. Es ist 5 Uhr 20 Minuten. Es ist 20 Uhr. Es ist 8 Uhr 32 Minuten. Es ist 18 Uhr 7 Minuten. So, meine Lieben, das war's für heute. Lernt bitte auch weiterhin. Und ich freue mich jetzt schon auf morgen. Bis dann. Tschüss. We'll be right back.
Guten Morgen, liebe Deutschlernende. Heute lernen wir die 12 Monate und die 4 Jahreszeiten. Dazu gibt es natürlich auch Beispiele. Ich wünsche euch viel Erfolg. Der Januar, der Februar, der März, der April, der Mai, der Juni, der Juli, der August, der September, der Oktober, der November, der Dezember. Im Januar arbeite ich nicht. Im September spielen die Kinder gern. Sie kommt im Juni. Mein Bruder hat im Juli Geburtstag. Nun kommen wir zu den Jahreszeiten. Der Frühling, die Frühlinge. Der Sommer, die Sommer. Der Herbst, die Herbste. Der Winter, die Winter. Im Frühling ist das Wetter schön. Im Sommer baden wir gern. Im Herbst wandert die Familie. Im Winter gibt es Schnee. Tausend Dank an alle. Viel Spaß, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Liebe Deutschlernende, guten Morgen! Wie geht es euch? Mir geht es sehr gut. Heute ist Freitag. Ja, richtig. Wir lernen heute die Wochentage, die Tageszeiten. Und es gibt natürlich wieder mal tolle Beispiele. Viel Spaß! Der Montag. Der Montag, der Dienstag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag. Der Freitag, der Samstag, der Samstag, der Sonntag, der Sonntag. Am plus Tag. Am Freitag essen wir Pizza. Am Freitag essen wir Pizza. Am Montag arbeite ich. Am Montag arbeite ich. Am Sonntag spielt er Fußball. Am Sonntag spielt er
Fußball. Die Tageszeiten lernen wir ganz einfach. Zum Beispiel, es ist 8 Uhr, dann heißt es der Morgen. 10 Uhr, der Vormittag. 12 Uhr, der Mittag. 16 Uhr, der Nachmittag. 20 Uhr, der Abend. 23 Uhr, die Nacht. Am plus Tageszeit. Am Morgen trinke ich Kaffee. Am Morgen trinke ich Kaffee. Am Vormittag frühstücke ich. Am Vormittag frühstücke ich. Am Mittag mache ich Pause. Am Mittag mache ich Pause. Am Nachmittag koche ich. Am Nachmittag koche ich. Am Abend lerne ich Deutsch. Am Abend lerne ich Deutsch. In der Nacht schlafe ich. In der Nacht schlafe ich. Übung 2. Was machen Sie am Montagmittag? Was machen Sie am Montagmittag? Am Montagmittag arbeite ich in der Firma. Am Montagmittag arbeite ich in der Firma. Was machen Sie am Donnerstagnachmittag? Was machen Sie am Donnerstagnachmittag? Am Donnerstagnachmittag gehe ich zum Arzt. Am Donnerstagnachmittag gehe ich zum Arzt. Was machen Sie am Freitagabend um 19 Uhr? Was machen Sie am Freitagabend um 19 Uhr? Am Freitagabend um 19 Uhr kommen meine Eltern. Am Freitagabend um 19 Uhr kommen meine Eltern. Dialog. Frau Sinner, was machen Sie am Morgen? Ich trinke zuerst Kaffee und dann arbeite ich am Computer. Und am Vormittag? Da arbeite ich auch. Um 10 Uhr habe ich Pause. Und danach? Danach arbeite ich. Um 14 Uhr essen wir zum Mittag. Haben Sie am Abend frei? Nein, am Abend habe ich Deutschkurs.
Und was machen Sie am Sonntag? Und am Sonntag gehe ich mit meiner Familie spazieren. Manchmal fahren wir in die Stadt oder besuchen unsere Freunde. Dialog. Frau Sinner, was machen Sie am Morgen? Ich trinke zuerst Kaffee und dann arbeite ich am Computer. Und am Vormittag? Da arbeite ich auch. Um 10 Uhr habe ich Pause. Und danach? Danach arbeite ich. Um 14 Uhr essen wir zum Mittag. Haben Sie am Abend frei? Nein, am Abend habe ich Deutschkurs. Und was machen Sie am Sonntag? Am Sonntag gehe ich mit meiner Familie spazieren. Manchmal fahren wir in die Stadt oder besuchen unsere Freunde. Welcher Tag ist heute? Heute ist Freitag. Liebe Schüler und Deutschlernende, ich bedanke mich herzlich und wünsche euch viel Erfolg und Spaß beim Deutschlernen. Guten Morgen, liebe Deutschlernende. Heute lernen wir trennbare Verben. Es gibt Tabellen mit der Konjugation einiger Verben und dazu natürlich Beispiele. Am Ende gibt es einen tollen Text von mir. Viel Spaß! Anfangen. Ich fange an. Du fängst an. Er, sie, es fängt an. Wir fangen an. Ihr fangt an. Sie fangen an. Sie fangen an. Der Film fängt um 20 Uhr an. Der Film fängt um 20 Uhr an. Anrufen. Ich rufe an. Du rufst an. Er, sie, es ruft an. Wir rufen an. Ihr ruft an. Sie rufen an. Sie rufen an. Heute rufe ich meine Mutter an. Heute rufe ich meine Mutter an. Anmachen. Ich mache an. Du machst an. Er, sie, es macht an. Wir machen an. Ihr macht an. Sie machen an. Sie machen an. Sie macht das Radio an. Sie macht das Radio an. Ausmachen. Ich mache aus. Du machst aus. Er, sie, es
macht aus. Wir machen aus. Ihr macht aus. Sie machen aus. Sie machen aus. Er macht das Licht aus. Er macht das Licht aus. Aufstehen. Ich stehe auf. Du stehst auf. Er, sie, es steht auf. Wir stehen auf. Ihr steht auf. Sie stehen auf. Sie stehen auf. Jana steht um 7 Uhr auf. Jana steht um 7 Uhr auf. Aufräumen. Ich räume auf. Du räumst auf. Er, sie, es räumt auf. Wir räumen auf. Ihr räumt auf. Sie räumen auf. Sie räumen auf. Die Kinder räumen nicht gern auf. Die Kinder räumen nicht gern auf. Fernsehen. Ich sehe fern. Du siehst fern. Er, sie, es sieht fern. Wir sehen fern. Ihr seht fern. Sie sehen fern. Sie sehen fern. Mein Bruder sieht am Abend fern. Mein Bruder sieht am Abend fern. Einkaufen. Ich kaufe ein. Du kaufst ein. Er, sie, es kauft ein. Wir kaufen ein. Ihr kauft ein. Sie kaufen ein. Sie kaufen ein. Wir kaufen am Samstag ein. Wir kaufen am Samstag ein. Einladen. Ich lade ein. Du lädst ein. Er, sie, es lädt ein. Wir laden ein. Ihr ladet ein. Sie laden ein. Sie laden ein. Sie lädt am Sonntagabend alle Freunde ein. Sie lädt am Sonntagabend alle Freunde ein. Das mache ich am Montag.
Am Montag stehe ich um 7 Uhr auf. Dann mache ich das Frühstück und esse. Um 9 Uhr fängt meine Arbeit an. Am Mittag haben wir Mittagspause. Da esse ich und trinke Tee. Um 16 Uhr gehe ich dann einkaufen. Ich koche sehr gern das Abendessen. Dann rufe ich meine Schwester an. Manchmal höre ich Musik oder surfe im Internet. Um 21 Uhr lese ich. Nun gehe ich um 22 Uhr ins Bett. Und was machst du am Montag oder am Dienstag? Schreib Texte, schreib Sätze. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Bis morgen. Tschüss. Hallo liebe Leute, heute machen wir weiter mit den Verben. Es gibt auch einen tollen Text, Übungen dazu. Und hier lernt ihr, wie man eigentlich sagt, was mache ich zu Hause? Oder wie ist mein Tag? Dazu wiederholen wir natürlich auch die Uhrzeiten und viele andere Sachen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß dabei. Spielen. Die Kinder spielen gern Videospiele. Die Kinder spielen gern Videospiele. Lesen. Ich lese gern Bücher. Ich lese gern Bücher. Lernen. Mein Bruder lernt jeden Tag Deutsch. Mein Bruder lernt jeden Tag Deutsch. Schlafen. Um 23 Uhr schlafe ich. Um 23 Uhr schlafe ich. Waschen. Am Samstag waschen wir die Wäsche. Am Samstag waschen wir die Wäsche. Chatten. Julia chattet mit Clara. Julia chattet mit Clara. Putzen. Am Sonntag putzt sie das Haus. Am Sonntag putzt sie das Haus. Kochen. Meine Mutter kocht sehr gern. Meine Mutter kocht sehr gern. Bei mir zu Hause. Ich stehe um 5 Uhr auf. Dann trinke ich Kaffee. Um 5:30 mache ich das Frühstück für meine Familie. Meine Kinder stehen um 7 Uhr auf. Sie gehen ins Bad und dann essen wir zusammen. Meine Tochter Leila putzt die Küche. Sarah räumt das Kinderzimmer auf. Asia spielt oder sieht fern. Sie ist ja noch klein. Mein Ehemann kauft ein. Um 12 Uhr kochen wir. Nach dem Essen gehen wir spazieren. Am Nachmittag
wasche ich die Wäsche. Meine Töchter lernen für die Schule oder chatten mit Freunden. Mein Mann liest die Zeitung oder spielt mit Asia. Um 22 Uhr gehen wir alle ins Bett. Bei mir zu Hause. Ich stehe um 5 Uhr auf. Dann trinke ich Kaffee. Um 5:30 mache ich das Frühstück für meine Familie. Meine Kinder stehen um 7 Uhr auf. Sie gehen ins Bad und dann essen wir zusammen. Meine Tochter Leila putzt die Küche. Sarah räumt das Kinderzimmer auf. Asia spielt oder sieht fern. Sie ist ja noch klein. Mein Ehemann kauft ein. Um 12 Uhr kochen wir. Nach dem Essen gehen wir spazieren. Am Nachmittag wasche ich die Wäsche. Meine Töchter lernen für die Schule oder chatten mit Freunden. Mein Mann liest die Zeitung oder spielt mit Asia. Um 22 Uhr gehen wir alle ins Bett. Wann steht Aida auf? Richtig, um 5 Uhr. Wann macht sie das Frühstück? Richtig, um 5:30. Wann stehen die Kinder auf? Richtig, um 7 Uhr. Was macht Leila? Richtig, sie putzt die Küche. Was macht Sarah? Richtig, sie räumt das Kinderzimmer auf. Was macht Asia? Richtig, sie spielt oder sieht fern. Was macht Aidas Ehemann? Richtig, er kauft ein. Wann kocht die Familie? Richtig, sie kocht um 12 Uhr. Was macht die Familie am Nachmittag? Richtig, Aida wäscht die Wäsche. Die Kinder lernen für die Schule. Und der Mann liest die Zeitung. Wann schläft die Familie? Richtig, um 22 Uhr. Wunderbar. Was machst du am Sonntag? Wann stehst du auf? Wann frühstückst du? Was machst du am Mittag? Was machst du am Nachmittag? Was macht deine Schwester? Was macht deine Familie am Abend? Lieben Dank
alles Gute, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo liebe Deutschlernende, heute wiederholen wir Nominativ und lernen Akkusativ. Dazu gibt es Beispiele, Verben und vieles mehr. Viel Spaß! Diese Tabelle zeigt, welche Artikel wir in der deutschen Sprache haben. Zuerst gibt es den bestimmten Artikel, der, die, das. Dann gibt es noch den unbestimmten Artikel ein, eine, ein. Und zuletzt auch den negativen Artikel kein, keine, kein. Der bestimmte Artikel der beschreibt eine männliche Person, der Mann oder der Bruder oder der Opa. Der bestimmte Artikel die beschreibt eine weibliche Person, die Frau, die Schwester oder die Mutter. Der bestimmte Artikel das beschreibt etwas Neutrales, wie zum Beispiel das Kind, das Baby oder das Buch. Alle Nomen haben den bestimmten Artikel die, wenn es um die Pluralform geht. Also die Kinder, die Mütter, die Väter. Nun kommen wir zu dem unbestimmten Artikel. Wenn ich frage, wer ist das, dann antwortest du, das ist ein Mann. Ein Mann. Wer ist das? Das ist eine Frau. Eine Frau. Ich kann aber auch folgende Frage stellen. Was ist das? Also, was ist das? Das ist ein Buch. Ein Buch. Wer ist das? Das sind Kinder. Einfach nur Kinder. Für die Pluralform gibt es keinen unbestimmten Artikel. Nun wiederholen wir diese Tabelle noch einmal. In dieser Spalte Maskulinum steht der, ein, kein. In der Spalte Femininum die, eine, keine. Neutral, das, ein, kein. Für die Pluralform gilt die für den bestimmten Artikel und keine für den negativen Artikel. Nun üben wir den negativen Artikel. Ich sage zum Beispiel, das ist kein Mann, das ist ein Buch. Das ist wirklich kein Mann. Das ist keine Frau. Das sind Kinder. Das ist keine Frau. Das sind keine Kinder. Das ist ein Mann. Das sind keine Kinder.
So, liebe Deutschlernende, das waren die Artikel und das war Nominativ. Nominativ beantwortet also die Frage, wer ist das oder was ist das? Nun kommen wir zu Akkusativ. Akkusativ stellt die Frage, wen oder was? Es ist ganz einfach. Und hier haben wir eine tolle Übersicht. So, was sieht man hier? Maskulinum, der wird zu den. Er wird zu n. Und das ist alles. Dazu gibt es den unbestimmten Artikel einen und den negativen keinen. Feminin, neutral oder Pluralformen bleiben einfach gleich. Akkusativ ist einfach toll. Jetzt lernen wir drei neue Verben, die mit Akkusativ stehen. Möchten. Ich möchte. Du möchtest. Er, sie, es möchte. Wir möchten. Ihr möchtet. Sie möchten. Sie möchten. Finden. Ich finde. Du findest. Er, sie, es findet. Wir finden. Ihr findet. Sie finden. Sie finden. Nehmen. Ich nehme. Du nimmst. Er, sie, es nimmt. Wir nehmen. Ihr nehmt. Sie nehmen. Sie nehmen. Also, die Verben haben, möchten, finden oder mögen stehen immer mit Akkusativ. Jetzt kommen wir zu den Beispielen. Ich habe einen Bruder. Ich habe einen Bruder. Ich möchte einen Tee trinken. Ich möchte einen Tee trinken. Ich finde den Mann toll. Ich finde den Mann toll. Ich mag den Apfelsaft. Ich mag den Apfelsaft. Nun kommen wir jetzt zu weiteren Beispielen. Also, der wird zu den. Ich habe einen Bruder. Der Bruder ist nett. Ich finde meinen Bruder einfach toll. Meine Freundin hat keinen Bruder. Oder Beispiele für die und das. Ich habe ein Auto. Das Auto ist modern und neu. Ich mag mein Auto. Mein Freund hat kein Auto, aber er hat eine Katze.
Die Katze ist wunderschön. So, liebe Deutschlernende, das war's für heute. Denkt bitte dran, Nomen lernt man mit der, die, das. Ansonsten ist die Grammatik nicht richtig. Viel Spaß, viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo liebe Deutschlernende, heute machen wir weiter mit den trennbaren Verben. Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg dabei. Mitkommen. Ich komme mit. Du kommst mit. Er, sie, es kommt mit. Wir kommen mit. Ihr kommt mit. Sie kommen mit. Sie kommen mit. Zum Beispiel, meine Freundin macht einen Ausflug. Ich komme gern mit. Mitbringen. Ich bringe mit. Du bringst mit. Er, sie, es bringt mit. Wir bringen mit. Ihr bringt mit. Sie bringen mit. Sie bringen mit. Beispiel. Morgen besuche ich meinen Freund in Dresden. Ich bringe meine Kinder natürlich mit. Mitnehmen. Ich nehme mit. Du nimmst mit. Er, sie, es nimmt mit. Wir nehmen mit. Ihr nehmt mit. Sie nehmen mit. Sie nehmen mit. Jana geht in die Stadt. Sie nimmt immer das Handy mit. Mitspielen. Ich spiele mit. Du spielst mit. Er, sie, es spielt mit. Wir spielen mit. Ihr spielt mit. Sie spielen mit. Sie spielen mit. Wir sind zu Hause. Die Kinder spielen Karten. Ich spiele manchmal mit. Mitmachen. Ich mache mit. Du machst mit. Er, sie, es macht mit. Wir machen mit. Ihr macht mit. Sie machen mit. Sie machen mit. Er lernt fleißig Deutsch. Meine Kinder machen mit. So, liebe Deutschlernende, das war's für heute. Lernt fleißig, schreibt Sätze und bis zum nächsten Mal. Ich danke euch. Tschüss!
Hallo liebe Deutschlernende, heute gibt es einen tollen Text. Beantwortet bitte die Fragen. Viel Spaß! Also, am Montag stehe ich um 8 Uhr auf. Dann spiele ich ein bisschen mit meinen Kindern. Am Vormittag essen wir zusammen. Um 11 Uhr gehe ich zur Arbeit. Ich arbeite von 11:30 bis 19:30. Um 20 Uhr komme ich nach Hause. Dann sehe ich fern. Und um 22 Uhr gehe ich ins Bett. Also, am Montag stehe ich um 8 Uhr auf. Dann spiele ich ein bisschen mit meinen Kindern. Am Vormittag essen wir zusammen. Um 11 Uhr gehe ich zur Arbeit. Ich arbeite von 11:30 bis 19:30. Um 20 Uhr komme ich nach Hause. Dann sehe ich fern. Und um 22 Uhr gehe ich ins Bett. Wie ist dein Tag? Schreib Sätze. So kannst du ganz schnell Deutsch lernen. Viel Spaß. Tschüss. Guten Morgen, liebe Deutschlernende. Heute machen wir weiter mit einem Text. Dazu gibt es eine tolle Übung, wie du richtig fragen kannst. Legen wir los. Hallo Leute, mein Name ist Samet. Ich komme aus Bosnien. Jetzt lebe ich in Deutschland. Mein Tag ist sehr lang. Ich arbeite wirklich sehr viel. Jeden Tag stehe ich um 4:45 auf. Ich fahre 2 Stunden zur Baustelle. Dann fängt meine Arbeit an. Um 11 Uhr habe ich eine Pause. Ich esse ein Käsebrot mit Salat. Um 4:45 bin ich fertig. Dann fahre ich wieder 2 Stunden und komme um 19 nach Hause. Am Abend lerne ich Deutsch mit Aida und mache dann meine Hausaufgaben. Danach rufe ich meine Frau an. Sie lebt ja in Bosnien. Um 11 gehe ich dann ins Bett. Hallo Leute, mein Name ist Samet. Ich komme aus Bosnien. Jetzt lebe ich in Deutschland. Mein Tag ist sehr lang. Ich arbeite wirklich sehr viel. Jeden Tag stehe ich um 4:45 auf. Ich fahre 2 Stunden zur Baustelle. Dann fängt meine Arbeit an. Um 11 Uhr habe ich eine Pause. Ich esse ein Käsebrot mit Salat. Um 4:45 bin ich fertig. Dann fahre ich wieder 2 Stunden und komme um 19 nach Hause. Am Abend lerne ich Deutsch mit Aida und mache dann meine Hausaufgaben. Danach rufe ich meine Frau an. Sie lebt ja in Bosnien. Um 11 gehe ich dann ins Bett. Samet kommt aus Bosnien. Er lebt jetzt in Deutschland. Er steht um 4:45 auf. Um 11 hat er Pause. Am Abend ruft er seine Frau an.
Ich danke euch herzlich. Das war's für heute. Viel Spaß, schreibt Sätze und übt fleißig weiter. Tschüss! Guten Morgen, liebe Deutschlernende. Heute machen wir weiter mit den trennbaren Verben. Teil 3 natürlich. Es gibt weitere Verben, die sehr typisch im Deutschen sind. Schaut euch bitte auch diese Beispiele an. Am Ende der Lektion gibt es wieder mal einen tollen Text, eine Übung und Lösungen sind natürlich auch dabei. Viel Erfolg! Mitgehen. Ich gehe mit. Du gehst mit. Er, sie, es geht mit. Wir gehen mit. Ihr geht mit. Sie gehen mit. Sie gehen mit. Ihre Freunde gehen in den Park. Ich gehe mit. Mitfahren. Ich fahre mit. Du fährst mit. Er, sie, es fährt mit. Wir fahren mit. Ihr fahrt mit. Sie fahren mit. Sie fahren mit. Sie machen einen Ausflug. Er fährt nicht mit. Zumachen. Ich mache zu. Du machst zu. Er, sie, es macht zu. Wir machen zu. Ihr macht zu. Sie machen zu. Sie machen zu. Ich mache das Fenster zu. Aufmachen. Ich mache auf. Du machst auf. Er, sie, es macht auf. Wir machen auf. Ihr macht auf. Sie machen auf. Sie machen auf. Macht ihr bitte die Tür zu. Abholen. Ich hole ab. Du holst ab. Er, sie, es holt ab. Wir holen ab. Ihr holt ab. Sie holen ab. Sie holen ab. Meine Kinder sind in der Schule. Ich hole sie um 2 Uhr ab. Am Wochenende. Endlich Samstag. Heute schlafen wir bis 10 Uhr. Dann frühstücken wir zusammen. Um 11 Uhr fahren wir in die Stadt. Mein Mann und ich kaufen gern am Samstag ein. Die Kinder kommen natürlich mit. Sie brauchen viele Sachen. So nehmen sie Schokolade, Spielzeuge und Kaugummis. Ich nehme immer den Orangensaft. Mein Mann kauft gerne Obst und Gemüse. Nach 3 Stunden sind wir schon müde. Am Nachmittag
kochen wir zusammen und am Abend spielen wir. Am Wochenende. Endlich Samstag. Heute schlafen wir bis 10 Uhr. Dann frühstücken wir zusammen. Um 11 Uhr fahren wir in die Stadt. Mein Mann und ich kaufen gern am Samstag ein. Die Kinder kommen natürlich mit. Sie brauchen viele Sachen. So nehmen sie Schokolade, Spielzeuge und Kaugummis. Ich nehme immer den Orangensaft. Mein Mann kauft gern Obst und Gemüse. Nach 3 Stunden sind wir schon müde. Am Nachmittag kochen wir zusammen und am Abend spielen wir. Ich danke euch herzlich und wünsche euch natürlich weiterhin viel Erfolg. Freue mich auf morgen. Bis dann. Tschüss.